Ja, wir haben heute wieder ein bisschen ausgeschlafen. Es ist mittlerweile 1 Uhr und wir stinken alle extrem und fühlen uns auch richtig räudig mittlerweile. Und deswegen suchen wir jetzt erstmal einen Campingplatz, wo wir hoffentlich duschen können. Denn der See, an dem wir geschlafen haben, da kommt man nicht so richtig ran. Und wir haben auch nur noch 3 Liter Wasser. Das heißt, das müssen wir auch nochmal auffüllen. Und dann freuen wir uns auf einen schönen Tag in Trondheim. Ich hoffe, wir können die Zeit gut genießen und können vielleicht auch noch ein paar Kilometer machen. Wir wollen ja schließlich morgen gerne bei der Trolltunga sein. Ja, die Lebensgeister sind wieder ein bisschen zurückgekehrt. Wir haben alle duschen können. Nachdem wir beim ersten Campingplatz, der war nur 3 Minuten von unserem Schlafplatz entfernt, konnten wir leider nicht duschen. Ich habe gefragt, so, yo, was kostet das zu duschen? Und die so, nö, das ist nur für Leute, die übernachten. Auf jeden Fall mega nervig. Aber dann sind wir noch weiter gefahren Richtung Trondheim und haben dann noch einen guten Campingplatz gefunden, wo wir dann jeder für 15 Kronen duschen konnten. Also für knapp 2 Euro. Nur für 4 Minuten. Aber die haben sich auf jeden Fall länger angefühlt und wir konnten uns alle waschen. Und genau, jetzt frühstücken wir gleich um 5 vor 3. Das ist bitter, bitter nötig. Das Wasser haben wir auch auffüllen können und dann schauen wir uns heute ganz in Ruhe Trondheim an. Ja, wir sind jetzt richtig in Trondheim angekommen. Wir gucken uns ein bisschen die Stadt an. Bis jetzt ist sie richtig schön. Und genau, wir genießen die Zeit hier noch ein bisschen. Wir können leider nicht so lange hier parken, weil das Parkhaus hier 3 Euro pro Stunde kostet. Und das ist dann doch schon relativ happig, aber wir werden die Zeit trotzdem genießen und uns die schönen Häuser und die schöne Innenstadt an. So, wir waren gerade einkaufen beim Rema. Das ist hier so, keine Ahnung, wie so ein Aldi oder so. Und ja, wir haben nur also fast 3 Liter Milch gekauft. Ja. Zwei Milchtüten, eine große und eine kleine. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wie viel das hier kostet, aber umgerechnet waren das schlappe 5 Euro. Also Fazit, Trondheim ist echt eine gute Ecke größer als Hammerfest und als Tromsø. Aber kleiner als zum Beispiel Stockholm, aber dafür echt schnuckelig schön und ich weiß nicht, ich persönlich mag Altstadt sehr gerne oder wir alle. Und die Altstadt hier ist echt richtig schön. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizukommen. Angekommen am Rastplatz, wo wir heute Abend essen. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, was wir machen. Ob wir Nudeln mit Bolognese machen? Bestimmt. Wir machen immer Nudeln mit Bolognese, wenn uns nichts Besseres einfällt. Auf jeden Fall. Es ist hier voll das dicke Gelände. Hier sind richtig viele Shops und Souvenirläden und so ein fetter Kinderspielplatz mit Streichelzoo. Was weiß ich was. Auf jeden Fall. Sind wir jetzt so knapp 60 Kilometer rausgefahren aus Trondheim und genau, machen jetzt hier lecker essen.
Yes, wir sind jetzt mit dem Schneiden fertig, mit dem Essen fertig, haben es auch schon hochgeladen, das Video. Es war ein ziemlich guter Spot da, wo wir eben waren, das war so eine Tankstelle, Rastro, ich glaube, Daniel hat es schon erzählt. Und ja, unser Ziel ist jetzt, noch ein bisschen Kilometer zu reißen, ich denke mal so 200, 300 vielleicht. Also wir müssen bis zur Trolltunga oder bis zum Ort, wo wir dann ja letztlich da hochwandern wollen, noch insgesamt, glaube ich, knappe 550 Kilometer fahren. Davon wollen wir mindestens die Hälfte nochmal schaffen, denke ich. Und ja, dann denke ich, geht jetzt erstmal weiter. Und noch ein kleines Update. Es fuckt ja absolut ab. E6-Bauer, warum muss ich hier teilweise 60 fahren, wo man locker 90 fahren könnte, und durch andere Orte, wo man 60 fahren sollte, davon mit 90 durch? Was soll das? Ehrlich, was ein Scheiß. Wir haben es jetzt kurz vor zwei. Wir sind jetzt angekommen an dem Ort, wo wir heute die Nacht verbringen werden. Es ist schweinekalt draußen, merke ich gerade. Ich habe noch T-Shirt und kurze Hose an. Ich friere. Aber egal. Es wird wieder richtig dunkel. Wir hatten eben, sind die ganze Zeit irgendwie so von 500 bis 700 Höhenmetern. Das höchste heute waren 1000, knapp über 1000 Höhenmeter, die wir gefahren sind. Und eben den Rest der Strecke die ganze Zeit auf 500 Höhenmetern ungefähr und sind die ganze Zeit durch Wolken gefahren, die ganze Zeit nur mit 40 km/h vorangekommen, weil wir echt nichts mehr gesehen haben, 15 Meter Sichtweite oder so, wäre echt krass. Aber jetzt haben wir einen Ort gefunden, an dem wir die Nacht verbringen, und wir melden uns morgen wieder.